Ich bin gerade geschrieben, jetzt schaust du viel Bundesliga. By the way, ich bin am Sonntag in Graz, nicht in Graz, in Salzburg gegen Sturm Graz. Leute, mein Kopf juckt, ey. Jetzt wird echt schon Zeit, dass ich meine Haare wasche. Wenn ihr wollt, können wir uns aber trotzdem etwas gemeinsam anschauen. Nämlich das Video von Till, das, ich muss mich ändern. Du hast voll die geile Frisur, können die Haare nicht bei mir auch so sitzen, ne? Meinst du das jetzt ernst, Niklas? Soll ich euch was sagen? Ich habe sie heute gar nicht gestylt. Okay, jetzt schaut's krass aus, Alter. Jetzt schauen sie ja richtig erbärmlich aus. Auf meinen Haaren kann man jetzt bergsteigen, Alter. Egal. Ich will jetzt unbedingt das Video sehen von Till. Ich will mich ändern. Auf jeden Fall, bevor das Video beginnt, ganz ehrlich, ich hoffe, dass Till so irgendwie die Kurve kratzt, weil ich kann mir schon vorstellen, so privat, dass er echt ein korrekter Dude ist. Ich hoffe halt, dass ihm das Ganze nicht egal ist oder sonstiges. Ich hoffe es echt sehr. Auf jeden Fall, die Bewertungen sind gestiegen, ne? Und auch die Klickzahlen sind gestiegen gegenüber so den letzten Malen. Würde mich zum Beispiel Till fragen, und das gebe ich auch zu, Leute, würde mich Till fragen, jo, Pato, wie sieht's aus? Hast du Bock auf einen Squad Builder Battle, der nicht irgendwie online ist, so wie dieses hier? Ich würde Bernhard ja sagen, Leute. Ich würde Bernhard einen Squad Builder Battle mit ihm machen oder ein Video, weil mir hat er nie was getan, wisst ihr? Und ganz ehrlich, ich hoffe halt, dass er sich wirklich ändert, dass er was auf seinem Kanal macht. Schaut mal, das sieht auch gar nicht mal so bad aus. Schreibt mal die Meinung, was haltet ihr von Till? Denkt ihr, wie die Kurve hier auf meinem Kanal in letzter Zeit ja sehr, sehr häufig solche Videos. Wie immer, Leute, wichtig, bleibt bis zum Schluss dran, damit ihr alle Informationen habt. Ja, das ist das Wichtigste, Leute. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, ihr könnt auch gerne ein Dislike da lassen, je nachdem, wie es euch gefällt. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, Leute, was ihr zu der ganzen Sache meint. Ich habe ja, oder im Titel steht es ja schon, ich muss was verändern und ich werde auch was verändern. Das habe ich ja schon, vor einer Woche habe ich schon ein Video gemacht, wo ich ja schon angekündigt hatte, wie ich es verändern will, was und wo und wann. Wie groß ist der Chat gerade? Oh, geh weg, Chat, du bist groß. Das danke, Julian, wird auch jetzt in Zukunft so passieren, Leute, ja. Ich habe ja gesagt, ich will mehr vor allem Real-Life-Fußball machen, Fußball-Challenges und so weiter und so fort. Habe ich auch aufgenommen diese Woche, wird jetzt auch kommen, Leute. Ich denke mal, morgen wird, ja doch, ich denke mal, morgen um 10 Uhr wird das erste Video dann kommen. Ja, könnt ihr euch dann reinziehen oder auch nicht, wie ihr Lust habt, ja. Und ich werde auch gleich noch dazu was sagen, wie es dann in Zukunft so weiterlaufen wird, Leute, ja. Wie gesagt, vor einer Woche habe ich das Video gemacht, wo ich gesagt habe, was ich verändern will. Ich habe gesagt, ich werde immer noch 2 Videos hochladen, vielleicht auch manchmal 3, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, Leute. Es war schon immer so, dass ich gerne viel hochlade, ja. Das habe ich früher so gemacht, zu meiner Halbzeit auch schon. Ich habe eigentlich immer mindestens 2 Videos am Tag hochgeladen, manchmal auch 3, weil ich es einfach mag, viel hochzuladen, ja. Ich werde dazu auch gleich nochmal was sagen. Dann haben einige... Aber es ist halt krass, Leute. Quantität ist zwar alles schön und gut, aber es geht, glaube ich, heutzutage jetzt bei YouTube 2020 nur noch eher um die Qualität. Ich habe es zum Beispiel bei mir jetzt gemerkt, den Squad Builder Battle mit Max Malle, den habe ich wirklich, ich habe alles da rausgeholt. Ich habe das, ich habe so krass versucht, so viele Effekte einzubauen, viel mit Zoom gearbeitet, auch viel mit Effekten, und ich habe über 8 Minuten Zuschauerbindung, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese 8 Minuten Zuschauerbindung, dass das gewesen wäre, wenn ich das einfach, ja, wie damals geschnitten hätte. Also alles ganz normal, da sieht man Facecam, Facecam, Gameplay, Gameplay und nur halt normal geschnittener, ohne Effekte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese, dass ich das so nicht, dass ich diese Zuschauerbindung nicht erreicht hätte. Das, den Squad Builder Battle mit Max, mit Real FIFA zum Beispiel, den habe ich leider Gottes betrunken geschnitten. Hab da weniger Effekte eingebaut, hab dann gleichzeitig 2 Minuten weniger Wiedergabe, also Zuschauerbindung gehabt. Und ja, also ich denke, wenn man wirklich mit Qualität arbeitet, fährt man heutzutage auf YouTube viel, viel besser, auf einer besseren Schiene, und da hilft es nicht, so wie ich zum Beispiel. Ich bin ja auch eine Zeit lang, habe ich viel an FIFA 18 gedacht, da war mein Kanal auch in Hype, und Till denkt auch immer noch an seine Halbzeit, so suggeriere ich das, so ist das meine Meinung von außen, aber... Ja, die Zeiten haben sich extrem geändert, ne? Die Zeiten haben sich geändert, und ich hoffe, dass er jetzt auf Qualität statt Quantität geht. Und ja, ich denke, wenn er das so machen wird, wird sich da irgendwie das Ruder rumreißen. Es gibt andere Beispiele von FIFA-YouTubern, wo sich der Ruf plötzlich wieder ins Positive geändert hat. Da möchte ich natürlich keine Namen droppen, aber es gab da YouTuber, die waren unnormal verschrien ins Negative, obwohl die auch privat mega korrekte Typen sind. Und ich denke, wenn Till das durchzieht, dann wird er auch dann die Kurve kratzen, je nachdem, wie er jetzt seinen Content neu gestalten wird. Aber nochmal, ich persönlich, ich habe nie was gegen ihn gehabt, und
Wenn er mich fragen würde, yo Pato, machen wir ein Video, dann mache ich das Ganze. Dann mache ich das. Ich bin da auf jeden Fall keiner, der mit dem Strom schwimmt. Ich mache mir immer meine eigene Meinung und ich denke nicht daran, was er in der Vergangenheit gemacht hat mit seinem Pack-Fake und bla bla bla. Er hat es natürlich auch gefaked, er hat seine Reaktion halt gefaked, ne? Über die anderen Packs keine Ahnung, aber letztendlich, wie gesagt, ich bilde mir meine eigene Meinung und mir persönlich hat er nichts getan. Und warum sollte ich jetzt irgendwie eine negative Meinung ihm gegenüber haben, nur weil andere schlecht über ihn reden, wisst ihr? Genau, mit dir würde ich auch ein Video machen. Ja, aber geschrieben, mach doch einfach ein Video, steck da dann mehr Zeit rein und so weiter und so fort und dann ist so alles easy. Da habe ich mir gedacht, okay, wir werden das Ganze mal so machen, Leute. Ja? Ich werde ab sofort ein Video hochladen am Tag. Ich weiß nicht, wie lange, keine Ahnung. Vielleicht werde ich das irgendwann wieder ändern, wenn ich Lust drauf habe. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ja? Das werden wir sehen auf jeden Fall. Ich werde euch jetzt gleich auch... Das Einzige, muss ich schon zugeben, das Einzige, was mich schon ein bisschen nervt, ist halt ein komisches Wort, dass er ständig sagt, ich habe so viele von seinen Reactions gesehen, wie er halt eben auf andere YouTuber reagiert hat. Und das, was mir halt so am Nerv geht, ist, ich mache, worauf ich Bock habe, wenn ich Bock habe und ob ich Bock habe und sehen wir mal, ob ich Bock habe und wie ich Bock habe und immer alles mit, wenn ich Bock habe, so quasi. Natürlich ist das sein eigener Kanal und so weiter, aber ich kann das schon echt nicht mehr hören mit, ob ich Bock habe, wenn ich Bock habe und hin und her. Also entweder machst du es oder machst es nicht, aber immer dieses, wenn ich Bock habe, das ist zu wild. Genau sagen noch, wann was kommt und wie ich mir das vorstelle, Leute. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr vielleicht in Zukunft wieder sehen wollt, ja. Schreibt es gerne in die Kommentare, was für Projekte oder was auch immer ihr euch wünscht, ja. Braucht ihr schreiben, ja, mach mit dem und dem FIFA-YouTuber ein Video oder mit dem und dem Video oder... Real Talk, Leute, nochmal. Würde Till mich fragen, ob wir ein Video gemeinsam machen? Ich würde ja sagen. Ich würde keine Sekunde zögern. Ich würde auch wirklich das Ganze in Kauf nehmen. Diese Standard-FIFA-Gaming-Dislikes, ich würde das unnormal in Kauf nehmen. Warum muss ich irgendwie nochmal mit dem Strom mitschwimmen? Er hat mir nichts getan, deswegen Abfahrt. Squad-Battle mit dem oder was auch immer. Weil ich denke mal, spätestens nach dieser ganzen Sache, spätestens auch nach dem Beef mit Monte, hat eh keiner mehr Interesse daran, von den, egal ob FIFA-YouTuber nicht, mit mir irgendwie ein Video aufzunehmen oder so, was ja auch gar nicht... Auch das, es ist mir echt egal, ne? Es ist mir echt unnormal egal, weil das ist eine Sache zwischen Thiel und diesen anderen Creatern. Aber auch da, er hat mir nie etwas getan. Von daher, keine Ahnung, wirklich, ich wünsche nur, dass er die Kurve kriegt. Er ist einer, der ist in der FIFA-Szene, der gehört dazu, egal ob man will oder nicht. Er gehört einfach dazu, natürlich gibt es halt diese Seite so wie im Wrestling, ne? Die Faces und die Heels. Ich fühle mich, dass ich ein Face bin. Aber ich denke, er ist halt in der YouTube-Welt. Er hat es aber auch sich erarbeitet, das darf man nicht leugnen. Er ist halt der Heel quasi, ne? Und ich denke, so wie er sich jetzt gerade anhört, dieses Video, das ist so das erste Indiz für einen Face-Turn, ne? Wenn man das halt mit Wrestling vergleicht. Er ist sich jetzt bewusst, okay, krass, ich muss jetzt etwas ändern. Und ich denke, er wird auch etwas ändern, ne? Ein richtiger Roman Reigns ist Schlimmes, echt so. Was ja auch verständlich ist, Leute, ja? Nachdem so viele Videos über mich gemacht wurden, wo schlecht geredet wurde und so weiter und so fort, hat, glaube ich, keiner Bock, dann da noch mit mir ein Video zu machen, um die Hater dann sozusagen noch irgendwie dann gegen sich aufzubringen oder so, ist ja völlig verständlich, kann ich verstehen. Wisst ihr, also wenn es tatsächlich so der Fall ist, dass ich so Standard-Dislikes von ihm bekomme oder durch ihn bekomme, es sind ja auch Klicks, Leute. Es ist ein Klick. Vielleicht beleidigt er mich irgendwie, du Hurensohn oder keine Ahnung was. Dann ist es auch ein Kommentar. Und er gibt einen Dislike. Das heißt, eigentlich gibt er mir alles, was ich möchte. Er klickt auf mein Video. Er kommentiert mein Video. Und er bewertet mein Video. Das ist doch das, was bei YouTube zählt. Ein Kommentar, eine Bewertung und Klicks. Es würde mich halt auch freuen, wenn er die Werbung auch durchschauen würde. Aber... das finde ich sehr nett. Genau so ist es. Das finde ich nett. Ja, deswegen bringt jetzt nichts, wenn ihr irgendwie reinschreibt, mach mit dem Video oder so, ja. Darum geht es gar nicht. Sondern schreibt einfach rein, was ihr gerne sehen würdet und so weiter und so fort, ja. Ganz easy. Vielleicht hat der eine oder andere doch noch Bock, aus der FIFA-Szene was aufzunehmen, dann kann ich schauen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, ja, deswegen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht erst in erster Linie um diese Projekte oder was ihr sehen wollt, ja. Denn ich habe so geplant, Leute... Ich werde auf jeden Fall versuchen, mindestens
ja doch, zwei Fußball-Challenges hochzuladen, ja, pro Woche. Ich denke mal mit, oder ich habe es mir so überlegt, mittwochs und sonntags das Ganze zu machen. Ich werde jetzt unter der Woche, Montag bis Freitags, immer die Videos um 14 Uhr hochladen, ja, also um 14 Uhr kommt ein neues Video und am Wochenende, Samstag, Sonntags kommt immer um 10 Uhr ein Video, habe ich früher eigentlich auch mal gemacht, beziehungsweise früher war es unter der Woche, auch mal eine Zeit lang immer 13 Uhr, aber wir machen, also ich habe eigentlich immer zwischen 13 und 14 Uhr, ja, also Montag bis Freitag sind immer 14 Uhr, immer um 13 Uhr, vielleicht auch mal 13:30 Uhr, aber meistens um 14 Uhr, also zwischen 13 und 14 Uhr und am Wochenende, Samstag, Sonntags dann um 10 Uhr, vielleicht auch manchmal um 11 Uhr oder so, ich weiß nicht, ja, das sind so die Zeiten. Also zwischen 10 und 11 am Wochenende, unter der Woche zwischen 13 und 14 Uhr, ja, unter der Woche meistens 14 Uhr, Wochenende meistens 10 Uhr. So, dann hätten wir das schon mal geklärt. Wie gesagt, Mittwoch und Sonntags versuche ich dann immer eine Fußball-Challenge hochzuladen und in der anderen Zeit werden dann FIFA-Videos kommen oder auch was ganz anderes, ja. Denn ich muss sagen, Leute, keine Ahnung, ich habe in letzter Zeit, ich weiß nicht, ich habe irgendwie in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, vor allem in diesem Jahr, also letztes Jahr ging es noch, aber vor allem in diesem Jahr habe ich irgendwie so den Spaß an FIFA verloren, Leute. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht liegt das jetzt auch so an der ganzen Situation. Hat man ja bei mir gesehen, ne? Ich starte den Stream mit 14:2, drei Niederlagen in Folge. Die Server sind räudig bis zum geht nicht mehr, also da muss man ja echt sagen, da kann man es verstehen, dass man den Spaß verloren hat. Aber, dann kann ich aber eines nicht verstehen. Wie man dann, wenn FIFA keinen Spaß macht, wie man dann 6 Videos an einem Tag hochlädt. Wenn mir FIFA gar keinen Spaß mehr macht, dann greife ich dieses Spiel gar nicht mehr an, ne? Dann gehe ich ja erst recht auf Qualität statt Quantität. Situation oder so, vielleicht liegt es so einfach daran, dass FIFA irgendwie nicht mehr so geil ist. Was viele schon gesagt haben oder was viele auch immer mal wieder gesagt haben, dass FIFA einfach nicht mehr das ist, was es mal war, ist auch einfach Fakt. Für mich wäre immer nur das geilste FIFA, FIFA 13. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, welches FIFA eurer Meinung nach das geilste ist. FIFA 15. FIFA 17 war auch noch geil, aber FIFA 17, keine Ahnung, fand ich glaube ich auch eher nur geil, weil das so halt meine Hype-Phase auf YouTube war, weil es da richtig gut lief. Deswegen kann sein, dass ich da so ein bisschen voreingenommen bin. Aber ich fand so das geilste FIFA war eigentlich FIFA 13. Und seitdem... Ich kann mich noch erinnern, FIFA 13, Alter. Samuel Eto'o und Wellington, glaube ich, hieß dieser Stürmer. Ich kann mich noch an mein Team erinnern. Ich hatte Hazard, keine Ahnung was noch. Ramirez hatte ich. Alter, FIFA 13 fühle ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Wie gesagt, gerne eure Meinung dazu. Ich kenne viele auch, die mittlerweile sagen, ja, FIFA ist nicht mehr so geil. Ich spiele FIFA auch nicht mehr. Weiß ich nicht. Schreibt es gerne rein, ja. Muss ich schauen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin, nehme ich mal an, diese Generation Squad Builder Battles machen, die ich momentan mache mit meinem Bruder, weil ich das eigentlich sehr, sehr nice finde, ja. Auf Foothead, ja, was viele, also manche mögen es nicht, weil es halt in Foothead ist, weil man keine echten Spieler sozusagen hat, ne, oder nicht in FIFA drin ist, es geht leider nicht anders. Dort, wo ich halt immer dann quasi FIFA 10 Squad Builder Battles mache, ich finde es eigentlich sehr, sehr nice, um zu sehen, wie die Spieler früher waren und so weiter und so fort, was die Spieler früher für Werte hatten, ich finde das eigentlich geil. Das wird auch weiterhin kommen, es wird auch, denke ich mal, immer mal wieder irgendeine Freischuss-Challenge oder... Aber Real Talk, Leute, man kann, wenn ich er wäre... würde ich dieses Video dann nicht Squad Builder Battle nennen. Weil jeder denkt sich so, BAM! Was? Das ist ein Retro Squad Builder Battle. Da wird dann noch, so Flashbacks, wie ist das Gameplay von diesem FIFA-Teil und keine Ahnung was. Weil es gibt ja Leute, die wissen ja nicht, dass, ich glaube, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, bis zu welchem FIFA-Teil diese FIFA-Server schon abgeschalten sind. Also ich denke, wenn er das einfach umbenennt, wird keiner irgendwie rumheulen. Er muss es einfach nur umbenennen und dann ist der ganze Kuchen gegessen, meiner Meinung nach. Also komm, in FIFA oder Elfmeter-Challenge, weil ich das eigentlich auch ganz nice finde. Dann, wie gesagt, die Fußball-Challenges. Ich werde es auch so machen, dass ich die Fußball-Challenges immer mit... Oder nicht, also nicht immer, aber oft mit FIFA verbinden werde, ja. Weil ich will diesen FIFA-Teil natürlich nicht ganz weglassen, Leute. Aber ich versuche das Ganze so zu verbinden, ja. Das heißt, Freistoß-Battles quasi mit Freistoß-Battle in Real Life oder so verbinden. Da wird, wie gesagt, morgen am Sonntag dann was kommen um 10 Uhr. Könnt ihr gerne mal reinschalten, ob euch das Ganze dann so gefällt oder nicht, ja, wird man dann sehen. Ich finde es ganz nice. Wie gesagt, werdet ihr dann sehen. Aber so, das sind so auf jeden Fall die Pläne. Und wie gesagt, was ihr dann noch sehen wollt im Bereich FIFA, könnt ihr gerne mal reinschauen. Vielleicht wird auch, keine Ahnung, irgendwann mal was ganz anderes kommen außer FIFA. Ich weiß es nicht, Leute, ja. So, dann werden einige wieder sagen, ja, passt nicht. Der Bruder macht eh schon was anderes. Hits Factory. Lass mal ein Feature machen, Bruder. Heißt FIFA Gaming.
natürlich habt ihr recht, aber nur weil es ein Name ist, keine Ahnung, hat man sich ja nicht auf irgendwas festzulegen, meiner Meinung nach. Ich kann jetzt auch einfach meinen Namen ändern auf YouTube und den zu Till ändern oder was auch immer, zu keine Ahnung. Vielleicht werde ich es ja irgendwann mal machen, ich weiß es nicht, Leute, ja. So, das hatte ich damals auch, wo ich Fortnite gestreamt habe auf Twitch. Keine Ahnung, wo ich dann FIFA Gaming, mein Name war FIFA Gaming, so, und dann haben die Leute geschrieben, Digga, warum spielst du Fortnite? So, da denke ich mir so, Alter, was ist los? Nur weil das ein Name ist. Klar, denkt man natürlich direkt, aber heißt ja nicht, dass man dann immer nur auf diesen Namen alles bezogen machen muss. Kann ich verstehen, dass dann einige Leute das so sagen oder das so erwarten. Wie gesagt, vielleicht ändere ich es dann auch irgendwann, ja, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, vielleicht wird auch irgendwann mal was ganz anderes kommen. Keine Ahnung. Dann wollte ich ja noch auf das Thema eingehen, warum ich, wie gesagt, so viel hochlade, Leute. Wie gesagt, ich habe es früher schon gemacht, weil ich es einfach nice finde. Weil in meinen Augen gibt es halt immer Leute, die einen interessieren sich für das, die anderen interessieren sich für das. Zum Beispiel die einen für Karrieremodus, die anderen für Footdraft, die anderen für Ultimate Team. Und ich habe mir dann halt immer so gedacht, ich will jede Zielgruppe sozusagen erreichen. Und das ist ganz schwierig bei FIFA. Weil die Community von Karrieremodus ist ganz, ganz anders als die Community von FIFA Ultimate Team. Wenn ich zum Beispiel Karrieremodus Showdown mache, gucken die in den meisten Fällen auch gar nicht die Ultimate Team Videos. Es ist auch ganz, ganz schwierig, die Communities zusammen zu mischen. Natürlich, wenn das einmal in 2 Monaten oder so man einen Showdown hochladet, dann ist es auch sehr überraschend. Ja, dann generiert man da plötzlich mehr Klicks als sonst, ist mir aufgefallen. Auch die Bewertung ist krass positiv, ist mir auch schon aufgefallen, weil ich bringe alle 2 Monate zum Beispiel irgendwie ein Karrieremodus-Video, aber trotz allem sind die Communities echt 2 verschiedene Paar Schuhe und das Ganze zu mischen, schwierig. Ja, damit jede Zielgruppe irgendwie dann ein Video bekommt, was irgendwie dieser Zielgruppe gefällt, ja, und das am besten natürlich auch täglich, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, du kannst auch einen Tag Karriere machen, einen Tag Ultimate Team, einen Tag Footdraft. Also Ultimate Team, Footdraft ist ja Ultimate Team, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber da habe ich mir halt so gedacht, ich will halt für jede Zielgruppe was täglich sozusagen machen, ja. Wird dann, wie gesagt, in Zukunft jetzt auch nicht mehr so sein. Vielleicht kommt das dann irgendwann mal wieder so. Muss ich schauen, Leute. Zweiter Grund ist einfach, bei mir, keine Ahnung, das war schon immer so, Leute. Bei mir ist es halt so, wenn ich ein Video am Tag mache, ja, das ist mir persönlich so zu wenig Arbeit, wisst ihr, was ich meine? So, jetzt kann man sagen, ja, du steckst zu wenig Arbeit rein. Ja, dann muss er dann mehr Arbeit in den Videoschnitt legen, ne? Dann ist es wirklich statt Quantität die Qualität, wovon ich am anfangs gesprochen habe. Oder er sucht sich einen Cutter oder nimmt einen Cutter. Dann kann er eigentlich schon vorproduzieren für die nächsten Tage. Dann hat er auch ein paar Tage frei. Ja, so will ich das machen. Oder was auch immer, aber ich erzähle euch da jetzt nur gleich zu was. Für mich ist es so, Leute, das ist mein Job, ja. Und weil es mein Job ist, was weiß ich, will ich es auch quasi den ganzen Tag über machen. Oder wie ein ganz normaler Job auch, ja. 8, 9, 10 Stunden am Tag, ja. So, weil es halt mein Job ist. Problem ist, bei FIFA oder bei Gaming-Videos, egal wie gut man die schneidet und aufnimmt und wie lange man aufnimmt und so weiter, in den meisten Fällen dauert ein Video höchstens, also wenn man sich wirklich viel Mühe gibt, ich weiß nicht, wie es bei anderen YouTubern ist, aber da wird es genauso sein, wirklich 3, 4 Stunden mit Aufnahme, Schnitt und so weiter und so fort, maximal 3, 4 Stunden, ja. Warp Builder Battle, also wenn man sich da wirklich viel Mühe gibt, ich glaube, ich brauche für ein Video, also Aufnahmezeit sind 50 Minuten bis eine Stunde. Das Schneiden selbst, also boah, wenn ich da echt, also beim Max Malle Video habe ich knapp 3 Stunden gebraucht für den Schnitt. Dann noch das Rendern und das Hochladen und dann auch alles mit Videotitel und keine Ahnung was, dauert safe auch nochmal 1 Stunde, ne? Also ist schon ein bisschen Arbeit dabei. Ich bin nicht bei United dabei. Braucht man eigentlich nicht für ein Gaming-Video, ja. Meistens geht es sogar noch schneller, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man kann so und so aufwendig schneiden. Natürlich gibt es irgendwelche YouTuber, was weiß ich, Julian Bam oder so, die brauchen, keine Ahnung, ein paar Tage für irgendein Video, ja. Damals, macht er jetzt mittlerweile nicht mehr irgendwie, aber damals halt, ne, klar, weil das absolut aufwendig war. Aber im Gaming-Bereich kann jetzt jeder erzählen, was er will, aber man braucht für auch ein gut geschnittenes Video maximal wirklich 3, 4 Stunden. Ja. Selbst wenn man dann quasi dieses eine Video macht, nach 3, 4 Stunden fertig ist, so, dann ist man halt fertig, weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung, dann weiß ich bei mir, dann kriegst du schlechtes Gewissen, weil ich dann denke, Digga, jetzt hast du 3, 4 Stunden gearbeitet quasi, das warst du schon wieder, das war dein Job. Klar, jetzt kann man sagen, er ist doch chillig und so, habt ihr natürlich auch recht, aber so, das ist so, ich krieg dann einfach schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, so, viel zu wenig quasi, ja. Jeder andere normal arbeitet auch 8, 9, 10 Stunden am Tag. Ja. So ist es halt einfach mal bei mir. Wisst ihr ganz ehrlich, das kommt ihm wahrscheinlich nur so vor, dass er nicht zu arbeiten hat oder sonstiges. Weil wenn man über eine lange Dauer Videos alleine macht, so Solo-Videos, sind einfach viel, viel kürzer. Ne? Die dauern um ein Vielfaches kürzer. Wenn man sich zum Beispiel nimmt, wenn man ein Weekend League Rewards Video aufnimmt, das dauert keine halbe Stunde, ey. Das dauert echt nicht lange. Ne? Oder ein Draft aufnimmt, das sind so diese Solo-Videos.
Solo-Videos und dann hast du auch keine wirkliche Herausforderungen beim Schneiden, weil bei Partner-Videos hast du alleine schon zweimal Gameplay, zweimal Facecam oder vielleicht sogar schon 6 Spuren mit Tonspur und Tonspur, ne? Dann hast du da schon mal deine Arbeit, dass du es alles synchronisierst und bei einer schlechteren PC zum Beispiel musst du auch darauf achten, ja, hängt das jetzt nicht oder sonstiges. Also es kommt ihm wahrscheinlich deswegen so vor, dass er sich unterarbeitet fühlt, weil dann einfach die Partnervideos fehlen. Deswegen war es auch teilweise so, dass ich dann halt immer mehr hochgeladen habe, damit ich halt einfach mehr Zeit dafür gebraucht habe und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr den Punkt jetzt versteht, den ich gerade anspreche, aber ich hoffe es. Ich denke mal, sollte klar sein. Aber so ist es jetzt halt, ja. Wenn ich dann nach 2, 3, 4 Stunden fertig bin mit meiner Arbeit sozusagen, dann ist es halt so, ja. Und klar, natürlich werden jetzt einige sagen, ja, es gibt auch Leute, die, was weiß ich, arbeiten keine 8, 9, 10 Stunden am Tag, sondern arbeiten 3, 4 Stunden und arbeiten so effektiv, dass sie alles fertig machen in der Zeit. Das gibt's natürlich auch, ja. So, aber bei mir ist es halt nur einfach so, Leute, dass ich dann, wenn ich quasi weniger als 8, 9, 10 Stunden am Tag dann quasi arbeite, irgendwie so schlechtes Gewissen bekomme, weil ich mir denke, Digga, was hast du jetzt schon wieder gemacht, Digga? Alle anderen arbeiten so lange und du... Ich wäre mal froh, wenn ich weniger arbeite. Ich glaube, ich arbeite seit 3 Jahren echt einfach nur richtig durch. Bis auf letztes Jahr, aber letztes Jahr hatte ich ein krank beschissenes Jahr. Aber ich denke, das war halt so die Strafe dafür, dass ich meinem Körper keine Ruhephase gegeben habe. Aber momentan hätte ich auch lieber ein bisschen mehr Freizeit. Aber jetzt muss ich auch selbst mal schauen, dass mein Kanal wieder läuft. Nur werde ich das niemals so machen, dass ich irgendwie 5 Videos am Tag hochlade. Das streame ich lieber. Das könnt ihr ja auch machen, ne? Wenn er fühlt, dass er nichts zu tun hat, dann soll er auf seinen Hauptkanal streamen, Leute. Ey, das wäre doch was für ihn, ne? Das wäre eigentlich schon eine krasse Veränderung, weil dann streamt er halt seine 4 Stunden und dann hat er was getan. Hat er das noch nie überlegt? Chillst hier und bist nach 2, 3, 4 Stunden fertig oder so, ne? Ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Ist dann halt so, muss ich halt jetzt mit leben. Kann ich nichts machen, Leute. Muss ich irgendwie mit klarkommen, ja? Muss ich irgendwas anderes machen in der Zeit? Ich weiß nicht, Leute, ja? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird es dann, wie gesagt, jetzt ein Video geben pro Tag. Vielleicht wird es dann irgendwann wieder erhöht werden, ich weiß nicht. Schreibt gerne, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt in Zukunft, ja. Irgendwelche Projekte, braucht jetzt nicht reinschreiben, mit wem ich alles aufnehmen sollte oder was auch immer, weil da wahrscheinlich, wie gesagt, keiner Bock drauf haben wird. Das ist unnötig, deswegen schreibt einfach irgendwelche Projekte rein, die ihr so sehen wollt, unabhängig von irgendjemandem, mit dem man aufnehmen muss und so weiter und so fort. Genau, das war's dann soweit, Leute. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da, wenn ihr keinen Bock habt, lasst ein Dislike da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Schaltet ein, ich würde mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und... Zuhören. Ciao. Und ich hoffe, er meint sie auch ernst, ne? Aber schaut mal, 83%, 74%, schon mal besser als das. 47, 33, 22, 23, 43. Aber Real Rap, ich würde Bernhard, dieses Squad Builder Battle, ich würde den Namen einfach ändern. Und dann... Ja, hat er dann auch etwas, was sonst keiner macht, ne? Aber man kann dieses Video nicht als Squad Builder Battle verkaufen. Das ist halt das. Fußball Challenges wird er jetzt auch machen. Oder hat er schon gemacht? Glaube ich halt. Auf jeden Fall, Ziel, ich wünsche dir alles Gute. Definitiv. Grüße gehen raus.